Freunde? Freunde? Wir waren nur dreimal zusammen weg und schon erzählst du mir, wir sollen nur Freunde sein? Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst? Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Es ist bloß... Nun, möglicherweise bist du einfach ein zu netter Typ. Ich nehme an, ich würde lieber mit jemandem ausgehen, der weniger... Nun, vorhersehbar ist. Hallo? Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam. Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? Mir fällt nicht ein, warum wir es lassen sollten. Ihr seid hier völlig nutzlos, Freelance-Police. Ein leichter Druck auf den Hebel und meine undankbare Abendverabredung wird zu einer halben Tasse entropischen Atomstaubs reduziert. Ich wusste gleich, dass er kein echter Doktor ist. Soll ich den mutmaßlichen Täter stellen, unterwerfen und bestrafen, Sam? Misch ihn auf, Kleiner. Oh. Hey. Klasse Schlag. Hui. Hä? Der Typ ist nicht echt, Sam. Kann ich seine Rübe als Souvenir behalten? Warum glaubst du, tickt das Ding? Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto. Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren? Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst? Sam, ist es nachts dunkel? Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu Sam and Max Hit the Road. Ich musste mir echt gerade schon das Lachen verkneifen. Das Spiel ist so genial. Es ist ewig her, wo ich das mal zuletzt gespielt habe. Aber dank der Scum VM ist es möglich, wieder diesen Klassiker zu spielen. Und ich hatte eine Umfrage gestartet in einer Facebook-Gruppe, in der ich bin. Und ich möchte Mackie zockt, Sam von Games Motion, dem Spielesammler Windtalker LP, Flass TV, Riker LP und Hatzel666 danken, dass sie für dieses Projekt gestimmt haben. Denn ohne diese wäre es jetzt nicht möglich, dieses Let's Play zu machen, da ich es sonst bestimmt noch etwas länger auf die Bank geschoben hätte. Obwohl ich selber sehr, sehr Lust drauf habe auf das Spiel. Und ich freue mich jetzt richtig. Und wie gesagt, nochmal danke an den Leuten, die dafür gewotet haben. Das nächste Voting wird dann auch auf meinem Kanal als Video erscheinen. Und ja, da habt ihr dann Zeit. Ungefähr dann immer von einer Woche abzustimmen. Eventuell wird das bei jedem neuen Projekt so sein, außer es ist eine Reihe, die ich anfange. Zum Beispiel, wie gesagt, jetzt The Blackwell Legacy kommen jetzt alle Blackwell Legacy Teile. Da gibt es halt also kein Voting. Aber wenn Sam Max zum Beispiel abgeschlossen ist, kommt wahrscheinlich ein neues Voting. Und ja. Auf jeden Fall geht's jetzt los bei Sam and Max. Nun, das war mal ein erfreulich zurückhaltender Vorspann. Mir machte diese käsige Atmosphäre der Rückblenden viel Spaß. Wovon zum Teufel sprichst du, Max? Sam, entweder graben sich Termiten durch meinen Schädel oder einer von uns tickt. Ups, stimmt. So herrlich, ey. Max, wo soll ich die entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Zumindest keiner, den wir kannten. Telefon. Die beiden. Hallo? Ja?
Ja? Ja. Nein. Wirklich? Sieh mich auch. Wieder einer dieser verwirrten Volkszähler? Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen, idiotischen und verwirrenden Auftrag. Beinhaltet er auch mutwillige Zerstörungen unsererseits? Können wir nur hoffen. Weil dieser Auftrag streng vertraulich behandelt werden soll, werden wir einen Kontaktmann draußen auf der Straße treffen. Oh, langsam kommt hier ein wenig Handlung rein. Okay, wir können jetzt hier was machen, wie es scheint. Wir haben hier unser Inventar. Ja, ja. Nehme ich mal an, wie gesagt, ich habe keinen Plan mehr. Wie kriegen wir das jetzt wieder weg? Hä? Ach, hier können wir jetzt durchklicken, was wir wollen. Ich möchte es aber gerne wieder weg. Ah. Ah, reden. Was ist das? Ach, das ist jetzt Sam benutzt. Ich habe keinen Plan mehr. So, das heißt... Nee. Das ist Max. Ja, okay. Das ist Max nehmen. Das ist mit Max reden. Okay, das heißt... Bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr. Ah ja. Was sollten wir nun tun? Ich würde gerne den Rest des Tages Tauben quälen, aber wir sollten wohl eher unseren Kontaktmann suchen. Okay, das sind diese Fragen stellen. Ich bin aufgeregt. Wer ist das nicht? Das Aussagen? Ich muss an eine Zahl zwischen 1 und 10 denken und ich weiß nicht warum. Ich auch. Die sind so herrlich. Nun, das war's. Ah, das sind also Gen. Was haben wir hier? Terrarium. Das ist das Thunfisch-Sandwich, das ich letztes Frühjahr geschmiert habe. Boah. Was haben wir hier oben? Das geht nicht. Also nur wenn das Auge offen ist, können wir gucken. Das ist das Schwarzlicht, mit dem Max seine seltenen 60er-Poster zum Leuchten bringt. Ah, ja, ist schon ein bisschen eklig. Was haben wir hier? Ein Dartbrett mit einer Axt drin, einem Messer und Dartpfeile. Vertikaler Besteckkasten. Vertikaler Besteckkasten. Ah, wie geil. Meine Garderobenantenne. Ich bin ein elektronisches Genie. Der Anrufbeantworter leuchtet. Unser primitiver Anrufbeantworter. Ein 8-Spur-Gerät. Telefon? Dieses Telefon repräsentiert den uneingeschränkten Kontakt mit der Außenwelt. Bis sie mitbekommen, dass wir die Rechnungen nicht bezahlen. Max, geh mal bitte weg. Ich möchte gerne mal, Das Rattenloch da möchte ich eigentlich nur zu Gesicht kriegen. Wir haben unser ganzes Geld in dieses Rattenloch investiert. Okay. Ah, wie kommen wir jetzt hier nochmal weg? Ach, einfach nur so wegmachen? Aha. Das denke ich mal benutzen, oder? Das kann ich nicht aufheben. Ach so, das ist aufheben. Das ist reden, dann ist das hier bestimmt benutzen. Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Das soll den Anrufbeantworter nehmen. Okay, Tür zu gemacht. Ah, jetzt geht er raus, okay. Ah, hier, Sam. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. In Sam kann man nämlich richtig viel Kacke bauen, wenn ich mich recht erinnere. So, du willst das etwas von mir, hä? Gut, dann nimm das. Wow. Wie brutal. Aber sehr realistisch. Und hier noch was für unterwegs. Ich bewundere Flints geschäftliches Feingefühl. Bitte, Sam, benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Oh, so herrlich. Damit kann ich nicht sprechen. Nee? Damit kann ich nicht sprechen. Okay. Ach, kann man auch nicht benutzen. Unnötige Gewaltanwendung ist mein Spezialgebiet. Du bist ein liebenswerter Bengel, Max. Oh, weiß das. Ich freue mich so. Das kann ich nicht aufheben. Du sollst ja auch nur gehen. Ah, wow, was ist das für eine Katze, ey? Max?
Die Katze. Ich würde dieses Vieh gerne einmal umstülpen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. What's up? In den Anweisungen steht, dass merkwürdige Sachen auf der Kirmes geschehen. Und ich dachte immer, das gehört dazu. Vielleicht sollten wir vorbeischauen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. So wie jetzt zum Beispiel. What the fuck? Das sind die Anweisungen unseres Commissioners, die besagen, dass wir hurtig zur Kirmes fahren sollen. Wie geil, Sam, ey. Max. Na? Da kann man nicht mal gucken. Blutlache hier oben, Tauben. Das ist ein Nur ein paar besoffene Tauben. Die trinken wirklich Bier. Das ist Max. Warum kann ich Max nicht nehmen? Jetzt. Das geht doch, oder? Nein, Max würde nur ausprobieren wollen, wie viel er von ihnen in seinen Magen stopfen kann. Darum, ja. Sagen wir hier. Ach, es geht doch zu unserem Auto. Also, okay. Ich liebe dieses Auto. Du bist ein kranker Schnösel, Sam. Okay, dann benutzen wir das. Das kann ich nicht aufheben. Ja. Benutzen wir und düsen wir mal los zu Kirmes. Gucken, was. Oh, entschuldige, ich musste gerade mal so doll husten. Was haben wir denn hier? Da ist die Kirmes. Irgendwelche Burger. Keine Ahnung. Zack, wir sind immer zu Kirmes. Guck, was hier so abgeht. Verdammt und zugenäht, er ist nicht hier. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Bus zurück und suchen ihn, du Idiot. Ich wusste das. Komische Vögel. Geht Mr. Bumpus aus dem Weg, ihr halbnacktes Gesindel. Mr. Bumpus? Wer war das? Ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheiben gebrochen. Du bist des Teufels Zahnweh, Max. Max ist aber einfach nur genial. Und hier irgendwie was. Crushman Brothers. Crushman Brüdershows. Ach, das war's nur. Hall of. Kuriositätenausstellung. Verrückt. Gruselig. Können wir mit dir reden? Guten Tag. Sind Sie der Kontrolleur? Tut mir leid, Jungs, aber wir haben geschlossen. Ich kann euch nicht reinlassen. Versicherungsgründe, ihr wisst schon. Nein. Wissen Sie nicht, wer wir sind? Es kümmert mich herzlich wenig. Geht das aber eigentlich irgendwann weg? Wissen Sie nicht, wer wir sind? Es kümmert mich herzlich wenig. Okay, es kommt dann das Gleiche. Lassen Sie uns rein, Sie Benzingurgler. Nichts zu machen. Lassen Sie uns rein, Sie Benzingurgler. Benzingurgler. Ich will Popcorn. Ihr müsst schon einen besseren Grund haben, damit ich euch passieren lasse. Also, der End scheint irgendwas Sinnfreies zu sein. Ich will Popcorn. Ihr müsst schon einen besseren Grund haben, damit ich euch passieren lasse. Die Hand? Wir kommen wieder, keine Frage. Ich kann es kaum erwarten. Von was war das? Wir kommen wieder. Keine Paulchen Panther, glaube ich, ne? Bin mir gerade nicht so sicher. Wieso halten Sie uns auf? Tut mir leid, Jungs, aber wir haben geschlossen. Ich kann euch nicht reinlassen. Versicherungsgründe, ihr wisst schon. Ja, genau, den Kopf möchte ich wieder haben. Wer waren diese Neandertaler am Eingang? Was für Neandertaler? Der Kurze mit dem peinlichen Haarteil und der Lange mit den dunklen, unerbittlichen Augen. Hey, ich arbeite hier nur. Sonst noch was? Nein. Wir kommen wieder, keine Frage. Ich kann es kaum erwarten. Okay, dann erwarten wir es kaum. Was haben wir hier? Hau den Lukas. Hau den Stop! Stop! Was? Ach, ich dachte, du bist nur für diese Halle da zuständig, habe ich jetzt gedacht. Du Popo, du. Können wir hier lang gehen, oder? Stop! Auch nicht. Ach, das ist jetzt nur wieder abhauen. Sam, kannst du mit dem was machen? Stop! Das lasse ich besser. Max ist leicht entflammbar, wenn nicht sogar hochexplosiv. Ah, okay, verstehe. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. So,
Probieren Sie es mal hiermit. Wir sind die Freelance Police. Wir sind berechtigt, hier zu sein. Nun lass uns endlich rein, sonst ersetzen wir dich durch einen billigen, nachfüllbaren Flammenwerfer. Lasst mich dies erstmal dem Boss zeigen. Oh. Oh. Ups. Das war mit Absicht, oder? Ich glaube, ihr könnt rein. Aber seid vorsichtig. Eine Kirmes kann voller Gefahren stecken. Ja. Das war unnötig rätselhaft. Ich würde mir in meine Hosen machen, wenn ich welche hätte. Was ein Arsch. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Sam, schau nur dort drüben. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Wie konntest du nur die Behörden benachrichtigen, ohne mich zu informieren? Ich habe versucht, mit dir zu sprechen, aber du hast dich wieder in Selbstmitleid gewunden. Ja, aber... Da sind sie. Hi, ich bin Shep Cashman und dies ist mein Bruder Burl. Willkommen auf unserer Kirmes. Was davon übrig blieb? Ich bin Sam, er ist Max. Wir beschützen mit Inbrunst die Rechte der Unschuldigen. Auch so grausam Entstellte, wie ihr es seid. Du, was auch immer. Nun, ihr seht wie die Kerle aus, die unser kleines Problem lösen könnten. Folgt mir. Sorry. Seht ihr diesen geschmolzenen Eisblock? Ja. Wie könnten wir den übersehen? Es war unsere Hauptattraktion. Eure Hauptattraktion war ein Eisblock? Red kein dummes Zeug. Unsere Hauptattraktion war ein waschechter, authentischer, lebensgroßer Yeti in Eis. Darf ich mal zusammenfassen? Sie wollen, dass wir das ganze Land durchstreifen auf der Suche nach einem durchnässten Yeti? Davon bekomme ich womöglich Blasen an meinen zarten Läufen. Aber wir müssen Bruno zurückhaben. Er ist eine brutale, ignorante Bestie. Ohne Sinn für Gut und Böse. Hey, wer ist das nicht? Außerdem hat er unsere zweite Hauptattraktion gekidnappt. Den Eisblock? Nein, Trixie. Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Quentin. Sie verschwand zur selben Zeit wie Bruno. Wir gehen davon aus, dass das Monster sie bei seiner Flucht mitgenommen hat. Max und ich werden nach euren verschwundenen Attraktionen suchen. Aber wir müssen uns frei auf der Kirmes bewegen können. Spuren sichern. Ja, und Popcorn ohne Ende, bis wir uns übergeben müssen. Kein Problem. Hier ist ein Tagesticket. Mit der Hand. Überlasst nur alles uns. Und wir bringen diese Abnormitäten der Natur zurück in eure Obhut, bevor ihr den Koran gelesen habt. Hat er nicht mit Godzilla gekämpft? Was? Okay, ich kann euch mal was gucken. Ah, verdammt, ich weiß gerade nicht, wie man ins Menü kommt. Ich glaube, den F-Tast. Ah, genau. Okay, mit F5 komme ich ins Scum-VM-Menü. Okay. Was haben wir denn hier? Hier haben wir doch was. Ein Haarbüschel. Es ist ein räudiges Büschel Fell von Bruno. Ich glaube, es wäre ein totschickes Toupet für Programmierer mit Haarausfall. Sei nicht albern, Max. Das ist vielleicht eklig, ne? So, nehmen wir mit. Was habt ihr für. Oh. Einfach nur oh. Das ist ein geschmolzener Eisblock. Er sieht köstlich aus. Und er ist ein netter Kerl, aber auch ein armer Topf. Erinnert mich irgendwie an Kafka. Ja. Was haben wir hier? Nichts. Können wir mit dir reden? Hi. Okay. Hi. Okay. Hallo. Ja, was ein Typ. Kannst du reden? Hallo? Boah. Das ist ja leicht eklig, ne? Hallo. Boah. Du kannst auch nicht reden, ne? Hallo. Oh mein. Mit welchem von euch spreche ich denn? Mit mir. Mit ihm. Ich wette, das Leben ist für euch eine unglaubliche Qual. Um ehrlich zu sein, nein. Sprech nur für dich selbst. Wo kauft ihr eure Klamotten? Das sind keine Klamotten.
Was? Unsere Haut ist von Natur aus grün und plastikartig. Und gütiger, er ist nackt. Wie du auch. Ja, aber ich bin niedlich und knuddelig. Hat doch mal recht. Gibt es noch mehr, was ihr uns über den entflohenen Yeti berichten könnt? Nun, er ist unser Yeti. Er flüchtete. Er ist eine Geisel der Menschheit. Was müsst ihr denn sonst noch wissen? Er hat recht, Sam. Ich glaube nicht, dass mein Schädel auch nur ein Quäntchen mehr an Informationen aufnehmen kann. Was könnt ihr uns über Trixie erzählen? Sie ist eine sehr fürsorgliche, sensible junge Frau. Wenn ihr euch für so etwas überhaupt interessiert. Sie sang Folksongs mit den anderen Entarteten in ihrem Wohnwagen. Habt ihr je Folk aus New Jersey gehört? Nein. Ihr möchtet es auch gar nicht. Oh, da war noch etwas. Sie mag Männer, die der Freiheitsstatue ähnlich sind. Grün und rostig? Groß und beschränkt. Das ist bestimmt freiwillig dann eventuell mit dem Bruno ja mitgegangen. Wer waren diese Kerle, in die wir vorhin beim Eingang gerannt sind? Welche Kerle? So ein kurzer Typ mit mächtig viel Haar. Der andere war so ein langer mit großen Händen. Oh, ihr müsst von dem international bekannten Plattenstar Conroy Bumpus reden. Und sein Assistent, Lee Harvey. Bumpus? Wer ist Conroy Bumpus? Er ist ein Strolch. Verrückt. Und ein Country-Sänger, um es auf den Punkt zu bringen. Er wollte Bruno und Trixie von uns kaufen. Junge war der geladen, als er rausfand, dass wir die beiden nicht mehr hier haben. Ah ja, aber Lee Harvey sagt mir irgendwas, den Schön, Namen. Zurück zur Yeti-Jagd. Aber ich weiß jetzt aber auch nicht, wo und weshalb und inwiefern. Trixie. Sieht aus wie Trixies Trailer. Das ist die Tür zu Trixies Wohnwagen. Hört sich an wie der Titel eines Country-Songs, Sam. Kommen wir hier rein? Das kann ich nicht aufheben. Ja. Ich glaube, das Schloss wurde schon dazu benutzt, mich am Betreten des Wohnwagens zu hindern. Ah ja, Sam, wo gehst du hin? So, Wreck-A-Rat. Es ist ein herrliches Bratz-das-Vieh-Spiel. Bratz-das-Vieh-Spiel. Erwischt. Muss man hier irgendeine Zeit schlagen, oder? Ich weiß nicht, ich mach's jetzt einfach nur so aus Langeweile. Ah, Dreck. Voll erwischt. 35. Okay. Hat das jetzt was zu sagen? Ich habe etwas gewonnen. Ah, okay. Ein Wirkschuss gewonnen. Was haben wir denn gewonnen? Ist das eine Taschenlampe? Oder? Halt, mal untersuchen. Ah. Hey, dieser beschissene Preis hat ja gar keine Birne. Okay, ich mache jetzt hier schon mal einen Schnitt für euch. Und das sollte erstmal reichen als Eröffnungspart von Sam & Max. Und wie gesagt, nochmal danke an die Leute, die gevotet haben. Mackie oder Mackiezock, Sam von GamesMotion, Spielesammler, Windtalker LP, FlassTV, Riker LP und Hatzel666. Danke euch nochmal fürs Voting. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und geht auf Twitter oder Facebook, um immer auf den Laufenden der Dinge zu sein. Beide Links in der Videobeschreibung. Macht's gut!